Schatz. Das ist schön. Danke dir. Ich muss nicht lustig. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Kommen zur heutigen Pressekonferenz mit Sozialministerin Magister Beate Hartinger-Klein und dem geschäftsführenden freiheitlichen Clubobmann Magister Johann Gudelus zur heutigen Pressekonferenz zum Thema Mindestsicherung neu und Auswirkungen auf Wien. Ich darf die Frau Bundesminister bitten zu beginnen. Ja, recht herzlichen Dank. Ich darf Sie auch herzlich also in diesem Rahmen begrüßen. Ich freue mich sehr, noch einiges darzulegen können, was also die Mindestsicherung betrifft. Es ist das neue Grundsatzgesetz einfach ein wichtiger und richtiger Schritt in die Richtung mehr Fairness und mehr Gerechtigkeit für die Österreicher und Österreicherinnen zu bekommen. Fairness für Österreicher und Treffsicherheit vor allem. Wir haben heute, wie Sie wissen, den Tag der Behinderten. Gerade für die Behinderten haben wir hier einen Schwerpunkt gesetzt, dass die 155 Euro pro Monat mehr bekommen. Der zweite Schwerpunkt ist natürlich die Alleinerzieher. Auch hier haben wir also einen entsprechenden Schwerpunkt geleistet. Beginnen wir aber zuerst also mit der Mindestsicherung bei den Asylberechtigten. Hier ist es uns wichtig, diese zu integrieren. Indem sie einen Integrationsbonus unterschreiben und entsprechend also einen Werteorientierungskurs machen und selbstverständlich auch Deutsch lernen. Deutsch lernen B1, das ist die Voraussetzung mit einem entsprechenden Zertifikat. Dieses Zertifikat wird seitens des ÖEF ausgestellt und die Diskussion jetzt, dass wir im AMS also die Deutschkurse also entsprechend reduzieren. Das AMS ist für die Arbeitsqualifizierung da und nicht für Deutschlernen. Deutschlernen ist eine Voraussetzung, um überhaupt in den Arbeitsqualifizierungsprozess zu kommen, und das ist Sache des AMS, weil das immer die Diskussion war. Grundsätzlich möchte ich auch eines sagen, weil von manchen und vor allem von dem Herrn Stadtrat Hacker hier in Wien, also das immer mokiert wird, wir hätten keine Gespräche geführt mit den Soziallandesräten. Es hat am 29. August eine OTS von Herrn Stadtrat gegeben, dass er ein sehr gutes Gespräch mit mir geführt hat. Ich habe mit jedem Soziallandesrat und Soziallandesrätin ein persönliches Gespräch mit demjenigen und dessen oder deren Team gehabt. Wir haben uns das genau angeschaut, in welchen Bundesländern es welche Herausforderungen gibt, egal ob es irgendwelche Härtefälle gibt, egal ob es das Wohnungsthema, wie beispielsweise auch in Tirol, wo in Innsbruck natürlich sehr hohe Wohnkosten sind. Wir haben uns den Vollzug genau angeschaut. Das sind Themen, also die wir mit den einzelnen Soziallandesräten besprochen haben. Also zu sagen, ich hätte keine Gespräche mit den Soziallandesräten geführt, ist falsch. Wir haben jetzt am 14. Dezember ein Gespräch mit allen Soziallandesräten, wo wir das dementsprechend nochmal durchgehen werden, das Grundsatzgesetz. Aber wie Sie wissen, ist auch eine 6-wöchige Begutachtungszeit. Auch hier kann natürlich jedes Land seine Bedenken oder seine Themen entsprechend ansprechen. Was den Vollzug betrifft. Gerade in Wien ist der Vollzug, sage ich einmal, zu hinterfragen. Es gibt keine entsprechenden Standards. Soll einmal jährlich ein Bescheid erlassen werden, der ein Jahr gilt, inzwischen aber laufend hinterfragt werden muss, laufend die Urkunden auch vorgelegt werden. Es muss eine entsprechende Kontoauszüge vorgelegt werden seitens der Antragsteller und das auch entsprechend geprüft werden. Der Bescheid gilt ein Jahr, in dieser Zeit kann er schon geprüft werden und danach muss ein neuer Antrag gestellt werden, um die Voraussetzungen zu prüfen. Das wurde bis in Wien, hat es bis jetzt nie irgendwelche Standards gegeben. Das ist ein wesentlicher Punkt, natürlich auch diese Dinge zu machen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, Vermögenszugriff, wie Sie wissen, wurde erhöht auf 5.200 Barvermögen. 5.200 kann jeder Mindestsicherungsbezieher weiterhin haben als Barvermögen. Und bei entsprechenden Grundbucheintragungen wurde das verlängert. Bis dato waren es 6 Monate, jetzt ist es 3 Jahre. Das heißt, der Zugriff auf das Grundbuch ist erst nach
drei Jahren. Bis drei Jahre hat jeder Mindestsicherung die Möglichkeit, hier entsprechend wieder in die Arbeit zu kommen. Und das ist ein längerer Zeitraum, den wir hier gewährleisten. Und das ist zur Sicherstellung, dass hier auf das, was einmal erarbeitet wurde, nicht gleich zugegriffen würde. Das haben, sage ich einmal, die Vorgängerregierungen nie entsprechend gemacht. Und nun komme ich also zu einem der wichtigsten Themen, Kinderarmut. Kinderarmut gibt es mit der neuen Mindestsicherung nicht. Warum? Zu sagen und zu behaupten, dass es nur, also das dritte Kind 43 Euro bekommt, ist falsch. Ist falsch, warum? Man muss das zusammenrechnen. Wir haben bei drei Kindern, das erste Kind 215, das zweite Kind 129 Euro und das dritte Kind 43 Euro. Das sind im Durchschnitt für jedes Kind 130 Euro. Plus Familienbeihilfe 200 Euro. Das sind 330 Euro pro Monat für jedes Kind. Noch dazu gibt es auch ein Schulstartpaket, was mein Ministerium also macht, was entsprechend 70 bis 100 Euro pro Jahr, je nachdem, also wie alt das Kind ist. Sie sehen also, von Kinderarmut kann man nicht sprechen. Ich möchte Ihnen aber jetzt zum Schluss ein paar oder drei Beispiele nennen. Gestatten Sie mir das, also, dass ich also, da Ihnen das also vortrage. Ein Beispiel, eine Frau ist 29 Jahre alt und Alleinerzieherin von zwei Töchtern. Nehmen wir an, 2 und 7 Jahre. Sie lebt in einer kleinen Ortschaft im Burgenland. Nach der Scheidung von ihrem Mann wurde ihre Wohnung zugesprochen, nachdem es in ihrer näheren Umgebung keine Kinderbetreuungseinrichtungen für ihre zweijährige Tochter gibt. Muss sie derzeit noch zu Hause bleiben, um sich mit um ihre kleine Tochter natürlich zu kümmern. Diese Frau bezieht Kinderbetreuungsgeld und einen geringen Unterhalt vom Kindesvater. Die beantragt daher Mindestsicherung und nach dem neuen Sozialhilfegesetz hat das Land die Möglichkeit für die Töchter eine Mindestsicherung in der Höhe von bis zu 345 zu leisten, sowie eine Alleinerzieherbonus in der Höhe von 181 Euro. Also das heißt, insgesamt können sie für ihre Töchter daher eine Leistung in Höhe von bis zu 526 erhalten. Ein zweites Beispiel. Ein 45-jähriger alter Mann lebt beispielsweise in Kärnten, in Hermagor. War stets ein besonders loyaler Mitarbeiter, hat über 30 Jahre im gleichen Betrieb gearbeitet, bis diese aus wirtschaftlichen Gründen schließen musste. Seither ist dieser Mann arbeitslos, auch seine Frau hat nur die Möglichkeit, vor Ort geringfügig zu arbeiten. Beide haben sich an die 9.000 Euro zur Seite gelegt. Durch die Arbeitslosigkeit von Herrn A. müssen die beiden Mindestsicherung beantragen. Durch das neue Sozialhilfegesetz stehen in ihren Ersparnissen nicht im Wege, da der neue Vermögensbeitrag für zwei Bezugsberechtigte ja 10.400 Euro beträgt. Also Sie sehen auch hier so einen enormen Vorteil. Nun kommen wir zu einem Beispiel von Wien. Ausgleichszulage und Zusatzwohnen in Wien. Eine Frau lebt in Wien, ist 68 und hat ihr ganzes Leben als Hilfskraft gearbeitet. Ihre Pension ist niedriger als der vorgesehene Ausgleichsrichtsatz und wird aus Mitteln der Pensionsversicherung auf diesen Beitrag angehoben. Sie hält derzeit zwar keine Mindestsicherung, weil die Höhe der Ausgleichszulage monatlich gleich ist wie die Mindestsicherung, aber eine Mietbeihilfe für Pensionistinnen in der Höhe von 206 Euro, ebenfalls aus Mitteln der Mindestsicherung. Und auch da, nach dem neuen Sozialhilfegrundsatzgesetz, wird das Land Wien die Möglichkeit haben, für Pensionisten Leistungen zur Minderung von Aufwänden für den Wohnbedarf zu gewähren, und zwar in monatlicher Höhe von 647 Euro. Meine Damen und Herren, Sie sehen an den Beispielen, dass unser neues Gesetz also gerade die Armut verhindert und die Treffsicherheit, Gerechtigkeit und Fairness erhöht. Bitte. Danke. Ja, danke sehr, liebe Frau Ministerin Hartinger-Klein. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für den Kommen, um auch heute mit mir gemeinsam etwas zu beleuchten, die Implikationen der Mindestsicherung neu für die Bundeshauptstadt Wien. Die Bundeshauptstadt Wien, die sich ja immer so als Bollwerk geriert hat die letzten Jahre für undifferenzierte Willkommenskultur und für Auszahlung von Sozialleistungen auf oftmals sehr ungeprüfte Art und Weise. Ich bedanke mich ganz besonders, dass letzte Woche
ein neues System, die Mindestsicherung neu präsentiert wurde. Es gibt auch eine 6-wöchige Begutachtungsfrist, also alle haben die Möglichkeit, da auch da und dort einzuwenden oder Ideen zu äußern, also eine ganz lange Frist eigentlich, die hier auch gegeben wurde. Und man kann unterm Strich sagen, dass diese Mindestsicherung neu eben ein Meilenstein ist, dieser neuen Regierungspolitik, eben weil wir auch gesagt haben, noch ganz klar im Regierungsprogramm festgeschrieben haben, dass wir vor allem für die Österreicher zuerst da sein wollen und für die Leistungsträger bzw. für diejenigen, die länger ins System eingezahlt haben. Und vor diesem Hintergrund ist diese Mindestsicherung neu eine sehr, sehr treffsichere Reform. Erzeugt mehr Fairness, für Österreicher, für diejenigen, die länger eingezahlt haben, aber auch, eben heute ist der Tag der Behinderten, mehr Fairness und Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung und auch mehr Fairness für Alleinerzieher, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Also vor diesem Hintergrund ein sehr großer, wichtiger Wurf, der mehr Gerechtigkeit hier in Österreich herstellt. Die SPÖ Wien, allen voran der Herr Sozialstaatsrat Hacker, wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Reform. Und er hat ja auch gestern im ORF, aber auch schon des Öfteren gesagt, er wird hier dieses neue System, diese Reform nicht umsetzen und kündigt somit einen Verfassungsbruch an, einen Rechtsbruch, einen absichtlichen, wissentlichen und willentlichen Rechtsbruch. Und natürlich musste Herr Hacker auch wissen, dass wenn er so einen Rechtsbruch, so einen Verfassungsbruch begeht, er natürlich auch mit einer Verfassungsklage rechnen muss. Warum wehrt sich Wien gegen so eine faire und gerechte Reform? Nur ein paar Zahlen am Anfang. Wir haben allein, wenn wir die letzten Jahre anschauen, in Wien laufende Neuverschuldungen von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr bis zu einer halben Milliarde pro Jahr, vor allem seit 2015 nach dieser rot-grünen Willkommenskultur, vor allem in Wien, sind die Neuverschuldungen exorbitant gestiegen. Und wir wissen, dass 99% dieser Neuverschuldung auf die rot-grüne Willkommenskultur zurückzuführen ist. Allein in den letzten Jahren ist der Anstieg der Kosten der Grundversorgung für Asylwerber gestiegen von 2015 bis 2017 von 65 Millionen auf 71 Millionen. Anstieg der Kosten der Sozialhilfe für Nichtösterreicher von 174 Millionen auf 312 Millionen Euro. Also man sieht, dass der Großteil des Anstieges der Neuverschuldung im rot-grünen Wien eben auf die Sozialzuwanderung von sogenannten Flüchtlingen zurückzuführen ist. Und das liegt auch daran, dass Wien oftmals ungeprüft, undifferenziert und ohne Kontrolle und ohne Maßstäbe Sozialleistungen an solche Menschen auszahlt. Und Wien deswegen ein Magnet geworden ist, nicht nur international, aber auch innerhalb von Österreich, dass solche Menschen nach Wien kommen. Wir wissen ja auch, dass mehr als 80% der sogenannten Flüchtlinge, die seit 2015 nach Österreich gekommen sind, früher oder später in Wien gelandet sind. Und das ist zurückzuführen auf diese schleißige Handhabung der Auszahlungen von Sozialleistungen. Der Hacker, wie gesagt, kündigt einen Verfassungs- oder Rechtsbruch an. Wir werden uns das genau anschauen und das genau auch beobachten. Er hat auch gesagt oder hinterfragt, wozu es in Österreich eine einheitliche Lösung braucht. Es ist ganz wichtig, bitte, dass hier von Vorarlberg bis Burgenland und in allen Regionen und Bundesländern Österreich natürlich eine nachvollziehbare, planbare Reform und Lösung angeboten wird, damit alle wissen, woran sie sind. Und der Grund eben, warum Wien sich dagegen wehrt, ist eben, weil sie immer ausscheren wollen und immer noch mehr bezahlen wollen und ohne Prüfung auszahlen wollen, damit noch mehr Leute hierher kommen, weil das die zukünftige Wählerklientel der Roten und Grünen in Wien ist. Das sind die zukünftigen potenziellen Wähler der rot-grünen Stadtregierung, der die Österreicher in Scharen davonlaufen, meistens Richtung FPÖ, und sie eben versuchen, das zu kompensieren durch viele Zuwanderer ins Sozialsystem, die nach einigen Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen und somit dann auch das Wahlrecht bekommen. Also da sieht man eben, das rot-grüne Wien gerät sich weiter als Bollwerk gegen die Vernunft, als Bollwerk auch gegen die Fairness für Österreicher und gerät sich weiter als Bollwerk für eine Willkommenskultur, die schon längst eigentlich überholt ist und schon längst eigentlich historisch zu hinterfragen ist und viel Schaden nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa angerichtet hat. Kurz zu den Zahlen.
Im September 2018 bezogen in Wien 127.000 Personen die Mindestsicherung. Das sind mehr als 60% aller Mindestsicherungsbezieher in ganz Österreich. 50% der Mindestsicherungsbezieher in Wien sind keine österreichischen Staatsbürger. An die 70% der Mindestsicherungsbezieher in Wien haben Migrationshintergrund. Deswegen ein ganz besonderer Dank nochmals auch an Vizekanzler Strache und dich, lieber Frau Bundesminister, dass hier diese neue Reform, dieser Schritt gelungen ist, um eben mehr Fairness für Österreicher herzustellen. Und es profitieren in Zukunft dann eben die Österreicher vor allem von dieser Reform und die gut integrierten Zuwanderer. Ein ganz wichtiger Schritt. Diese Reform bringt mehr Fairness ins System und leitet natürlich auch einen Stopp der illegalen Zuwanderung ins Sozialsystem ein. Das heißt, die Pull-Faktoren, die sogenannten, die immer sehr oft strapaziert werden, diese Pull-Faktoren, die vor allem im rot-grünen Wien vorhanden sind, werden reduziert. Und zwar in dem Rahmen reduziert, der verfassungskonform ist und EU-rechtskonform ist. Das heißt natürlich bei dieser Reform, wo alle Mitarbeiter auch sehr, sehr lange getüftelt haben und mit dem Koalitionspartner ausgiebig verhandelt wurde, wurden natürlich die verfassungsrechtlichen und EU-rechtlichen Rahmenbedingungen beachtet und sind mit eingeflossen, damit das Ganze Hand und Fuß hat und im Endeffekt auch hält. Und natürlich ist ein Rahmen vorhanden, über den man nicht hinausgehen kann. Und deswegen kann man unterm Strich sagen, dass es der Regierung gelungen ist, dafür zu sorgen, dass Asylberechtigte, die kaum oder schlecht Deutsch sprechen, nur noch 65% der Mindestsicherung erhalten. Und das betrifft natürlich zu einem Großteil die Asylberechtigten in Wien, weil sie ja hier in Wien zu großer Zahl vorhanden sind. Die größten Gruppen der Asylberechtigten sind Syrer, Afghanen, Iraker, Iraner und Tschetschenen. Und dieser Arbeitsqualifizierungsbonus, 35%, wird den Asylberechtigten in Form von Sprachkursen zur Verfügung gestellt, also Sachleistung, eine sehr vernünftige Maßnahme, die eben dazu führt, dass die Menschen auch sich integrieren, ansonsten sie weniger ausbezahlt bekommen. Doch in Wien war nicht nur bei den Asylberechtigten viel zu großzügig die Vergabe in der Handhabung, sondern eben auch bei den subsidiär Schutzberechtigten, die eben die volle Mindestsicherung ausbezahlt bekommen haben. Und damit wird jetzt auch Schluss gemacht, ein ganz wichtiger Punkt auch. Im September 2018 haben 6.264 subsidiär Schutzberechtigte die Mindestsicherung bezogen. Durch unsere Reform darf an diese subsidiär Schutzberechtigte zukünftig keine Mindestsicherung mehr ausgezahlt werden. Insgesamt beträgt der Anteil der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten der Mindestsicherungsbezieher in Wien 36%. Und wie schon vorher erwähnt, ist der Anteil der Bezieher ohne österreichische Staatsbürgerschaft bei über 50%. Und eben diese nackten Zahlen beweisen, dass hier ein enormes Einsparungspotenzial zugunsten der Österreicher vorhanden ist und zugunsten der Menschen vorhanden ist, die eben einbezahlt haben. Die Österreicher bekommen mehr als vorher und ein Asylberechtigter ohne Deutschkenntnisse in Wien fällt von rund 860 Euro auf 560 Euro. Was hier die letzten Jahre im rot-grünen Wien stattgefunden hat, ist eine Umverteilung vom Wiener und vom gut integrierten Neo-Österreicher oder Zuwanderer hin zu einem System an Sozialzuwanderern. Und genau dieses System wird jetzt vernünftigerweise konterkariert. Leider wehrt sich Stadtrat Hacker und die rot-grüne Regierungsmannschaft mit Händen und Füßen weiterhin dagegen. Aber wir werden sehen, vielleicht werden auch das wird das letzte Bollwerk der Willkommenskultur auch noch der Vernunft sich zuwenden. Wir werden daran arbeiten. Bis zur Wiener Wahl wird es sicherlich noch einige Möglichkeiten der Überzeugung geben. Aber ein Beispiel noch vielleicht, das veranschaulicht, wie hier in Zukunft das System sich auswirken wird. Eine fünfköpfige asylberechtigte Familie aus Tschetschenien mit drei Kindern im Alter von 4, 7 und 10 Jahren mit geringen Deutschkenntnissen bekommt künftig inklusive Familienleistungen maximal 2.159 Euro. Aktuell zahlt die Stadt Wien 2.662 Euro. Und da sieht man schon, dass diese neue Reform sich ganz klar auswirken wird, wenn es darum geht, dass Menschen kommen und nichts arbeiten.
im Vergleich zu Menschen, die schon arbeiten bzw. bereit sind zu arbeiten. Zu einem Beispiel komme ich auch noch, dass eben Österreicher natürlich davon profitieren. Hier ein Beispiel, eine Alleinerzieherin, könnte auch ein Alleinerzieher sein natürlich, mit zwei Kindern, aktuell eben in Wien 1826 Euro im Monat, künftig ein Plus von 353 Euro mehr, also 2179 Euro. Also man sieht, und es gibt viele Beispiele mehr, die wir natürlich auch gerne bereit sind, im Anschluss dann auszuhändigen, dass diese Reform mehr Fairness, Gerechtigkeit bringt und natürlich differenziert zwischen Menschen, die arbeiten oder arbeiten wollen und Menschen, die sich einfach in die soziale Hängematte legen wollen. Ein ganz wichtiger Schritt. Es wurden auch Anreize geschaffen zum Beispiel. So soll es zukünftig möglich sein, dass Personen, welche zwar Mindestsicherung beziehen, aber trotzdem arbeiten gehen, nicht mehr den vollen Lohn von der Mindestsicherung abgezogen bekommen und einen Freibetrag von 35% vom Nettoeinkommen für die Dauer von 12 Monaten ermöglicht wird, zum Beispiel. Oder Zuwanderer in der Mindestsicherung können sich zukünftig nicht mehr in der sozialen Hängematte aus- oder zurücklehnen, wie schon erwähnt. Künftig müssen sie Integrations- und Arbeitswillen, also ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Niveau von B1 vorweisen. Und da muss es Prüfungen geben und da muss es Zertifikate geben. Nicht so wie bisher, dass man Kurse besucht und das galt schon eigentlich als Absolvierung der Deutschprüfung. Nein, es muss wirklich nachweisbare Kurse, Prüfungen und Zertifikate geben, damit auch das bewiesen kann, dass das Niveau B1 in Deutsch erreicht wird oder C1 in Englisch. Abschließend noch zu den Fake News der SPÖ, die auf einer sehr niveaulosen Ebene verbreitet wurden seitens des Herrn Kern oder seiner Nachfolgerin Randy Wagner, wo es geheißen hat, oder ein Schreckgespenst hier kommuniziert wurde, die Abschaffung der Notstandshilfe. Das wird es natürlich nicht geben. Da hat die Frau Ministerin Hartinger-Klein ganz klar gesagt, mit ihr gibt es keine Abschaffung der Notstandshilfe, es gibt eine Reform der Notstandshilfe, die notwendig ist. Und die Frau Ministerin hat auch schon seit langem festgestellt, dass es Hartz IV in Österreich natürlich nicht geben wird. Das heißt, wir halten unser Wort, wir halten uns klar ans Regierungsprogramm, das auch als oberstes Prinzip hat, mehr Fairness und Gerechtigkeit für Österreicherinnen und Österreicher. Danke. Vielen Dank, Herr Klumpermann. Sollte es zu diesem Thema Frage geben, die Nachrichten bis zur Notstandshilfe, Herr Ministerin, wird in dieser Form bestehen bleiben? Was, oder was wird sich ändern? Wird die Bezeichnung gleich bleiben? Wird es einen Vermögenszugriff geben, der im Raum schwebt, erst dann, wenn es eine Überführung in die Mindestsicherung geht? Was sind da derzeit die Pläne? Die derzeitigen Pläne vom Arbeitslosengeld neu, das steht also eindeutig im Regierungsprogramm. Sie müssen unterscheiden, es gibt eine Versicherungsleistung, sowohl das Arbeitslosengeld neu als auch die Notstandshilfe ist Teil einer Versicherungsleistung. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Mindestsicherung, die eine Sozialhilfe ist. Die Notstandshilfe bleibt Versicherungsleistung. Wie das im Detail ausschauen wird, wird bis Herbst bzw. Ende nächsten Jahres genau systematisch jetzt durchgerechnet in Algorithmen, in entsprechende Analysen. Ich bitte deshalb, also die Details noch abzuwarten. Was würden Sie sich wünschen, dass Sie so bestehen bleibt? Also hätten Sie Änderungswünsche jetzt schon? Also Weihnachten ist bald, aber da geht es nicht um Wünsche, sondern es ist ganz klar, die Notstandshilfe wird integriert in das Arbeitslosengeld neu und bleibt Versicherungsleistung. Aber der Bezieherkreis ändert sich. Wieso der Bezieherkreis? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Noch einmal, Arbeitslosenversicherungen bleiben, also die, die eine Arbeitslosenversicherung beziehen und Notstandshilfe beziehen, bleiben auch integriert ins Arbeitslosengeld neu. Gibt es zu diesem Thema Mindestsicherung weitere Fragen? Herr Rudeus, erwarten Sie eigentlich, dass dann letztlich weniger Mindestsicherungsbezieher in Wien sind mit ausländischer Staatsbürgerschaft durch die Reform? Weniger Bezieher, es wird weniger an diese ausbezahlt. Das ist eine Frage der Integrationsleistung. Man wird sehen, wie sich das Ganze auswirkt, aber das System ist einmal ganz klar darauf abgerichtet, dass eben mehr Gerechtigkeit und Fairness für Österreicher und
solche hergestellt wird, die lange einbezahlt haben, beziehungsweise die gut integriert sind. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil wir wissen ja die letzten Jahre, dass in Wien diese Leistungen exorbitant gestiegen sind, das habe ich ja auch eingangs erwähnt, und dass der Großteil der Neuverschuldung Wiens, und wir wissen ja, dass die Verschuldung in Wien die letzten 12 Jahre sich verfünffacht hat unter einer Stadträtin Brauner, dass diese Neuverschuldung großteils auf eine Zuwanderung ins Sozialsystem zurückzuführen ist, weil eben die Sozialleistungen sich erhöht haben. Also ich meine, na klar, das ist vollkommen richtig. Das ist natürlich weltweit, beziehungsweise was die Migrationsrouten betrifft, sich solche Sachen durchsprechen und bekannt werden, ist klar. Und die Bundesregierung setzt ja da viele Maßnahmen, ja nicht nur im Sozialbereich, sondern auch im Sicherheitsbereich, was den Grenzschutz betrifft, die Aufstockung der Polizei oder ein Plus von Abschiebungen unter unserem Bundesminister Herbert Kickl, die ja schon mittlerweile fast 50% Plus zum Vorjahr betragen. Das sind Sachen, die sich herumsprechen, weil das kommunizierende Gefäße sind. Die Schlepper wissen das und die wissen auch ganz genau, dass diverse Destinationen, die schauen, dass abgeschoben wird, die schauen, wo die Grenzen geschützt werden und auch die schauen, dass die Sozialleistungen vermindert werden für solche, die sich nur in die Hängematte legen wollen, dass diese Pull-Faktoren natürlich verringert werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das setzen wir in vielen Bereichen an. Das Wichtige ist, dass die Asylberechtigten, die im Land sind, sich integrieren, dass sie Deutsch lernen, dass sie unsere Werte akzeptieren und dass sie sich damit für den Arbeitsmarkt qualifizieren. Wenn es keine weiteren Fragen gibt. Eine Frage zur Regionalisierung der Mangelberufsliste. Warum ist das wichtig? Oder befürchten Sie nicht auch, dass eine Flut von Menschen aus Drittstaaten auf Österreich dann zukommen könnte? Nein, das befürchte ich nicht. Und ich darf Sie bitten, bis Mittwoch zu warten, wenn das im Ministerrat so also vorgestellt wird. Wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ja, da ist noch eine. Ist genau vom Mittwoch. Im Ministerrat, es soll ein neues Pflegekonzept präsentiert werden. Können Sie da schon Details dazu verraten? Schauen Sie, es geht heute um die Mindestsicherung und wir sollen bei diesen Themen bleiben, um was es geht, um auch die Wichtigkeit zu festzustellen. Eine Frage an die Frau Minister. Jetzt gibt es ja nicht nur die SPÖ als Kritiker, sondern beispielsweise kirchennahe Vereine wie die Caritas. Caritas-Präsident Landau hat gemeint, durch die Mindestsicherung neu würde eine Art Schaden entstehen. Was entgegnen Sie ihm und den Kritikern dieser Mindestsicherung? Also ich darf Ihnen versichern, dass ich in enger Abstimmung auch mit den Herren Präsidenten bin, ihn auch zu einem Gespräch eingeladen haben, um das klarzulegen, wie das beispielsweise, was ich angeschnitten habe, mit den Kindern ausschaut. Dass ein Kind also nicht 43 Euro, sondern, wie wir im Beispiel festgestellt haben, 330 Euro bekommt. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danken wir fürs Kommen und wünschen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. Danke Ihnen. Foto fährst. Bitte? Ja. Geschickt? Ja.